So. Du kriegst Terminal Egress übrigens auch als Heimatstation. Nice. Ein Twitch-Emote. Wir haben hier eine Flotte. 7000. Ich glaube, damit sind sie die stärksten. Was nicht unbedingt gut ist. Bestimmt schon seit einem halben Jahr gut. Ich, um fair zu sein, ich achte nicht aktiv darauf, welche Emotes neu sind oder nicht. Scientific Progress attained. Scientific Progress. Rumpfstärke-Plattform. Warum nicht? So, ich kann hier auf den Markt gehen. Boom. Boom. RIP, keine Energie mehr. Oder keine Energy Credits mehr. 10.000 hiervon verkaufen, einfach den Markt ruiniert. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich den Markt kaputt mache. So, achso, da hast du jetzt noch ein weiteres Schlachtschiff gebastelt. Wie viel brauchst du denn noch? Ach, gar nicht mal mehr so viel. Gut, der Titan ist halt noch am gebaut werden. Warum sind hier eigentlich noch immer Piraten? Anmerkung, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt wird es momentan keine Chance von. Eine Chance von zerstört zu werden. Berechnungen haben ergeben, dass die Kolonisierung von Kabji zwar ihre Überlebenschance um 4,558% verbessern. Shiflog updated. Welcher Planet ist das? Sag mal, kennst du The 100? Ich hab davon gehört. Welcher Planet ist das? Kann ich den Planeten überhaupt kolonisieren? Ich hab den doch schon kolonisiert. What? Nein, ich habe auf irgendwas Falsches geklickt, muss ich sagen. Ah, habe ich. Ja. Gott. Cool. The 100. Ich. Nee, irgendwie klingelt er gerade wenig. Quabji. Ach, das war die Müllwelt, ne? Okay. Machen wir, warum? Ja. Ein Roboter wollte das. Könnte gefallen als Buch. Serie ist doof, von dem was ich gesehen habe. Einfach komplett abwegig vom Buch, das echt gut war. Trilogie. The 100. Worum ging's denn? So was die Prämisse. Vielleicht klingelt dann irgendwas. Special Inquiry concluded. Faszinierend. Physikforschung von Jobs plus 7%. So, Physikforschung sind wir gerade bei knapp 1000. Wie viel steht da? 1576. Machen wir mal faszinierend. Construction finalized. 1576. Warten wir mal einen Monat. Vielleicht braucht es nochmal ein bisschen, bis es Effekt hat. 1633. Not bad, not bad. Weltreife strafte er jugendliche Straffällige. Ah, doch, ich weiß. Das ist. Ach Gottchen, ich weiß gar nicht, wie der YouTube-Channel heißt, um ehrlich zu sein. Fällt mir jetzt auf die Stelle nicht ein, wie der heißt. Gibt einen YouTube-Channel, der sich halt über solche Teenie-Drama-Sachen-Serien in Anführungszeichen lustig macht. Ne, also sich die anschaut und einen humoristischen Spin dran haut. Und die dann wieder erzählt und sowas. Und der hat halt auch The 100 mal gemacht. Ne, hat auch High School Musical 1, 2 und 3, glaube ich, gemacht. Camp Rock 1 und 2. Die Twilight-Serie. Okay, irgendwie eine Verwüstung. Okay. Stop it. Stop it, Ron. Stop it. Und ja, wie er die Serie beschrieben hat, klang sie nicht gut. Aber wenn die Bücher besser sind, kann ich ja mal reinschauen.
So, ist mein Forschungsschiff endlich mal hier unten angekommen? Geht doch. Hat ja nur 1000 Jahre gedauert. Gut, vielleicht sind 1000 Jahre übertrieben. Frag mich, was ich von denen bekomme dafür, dass ich diesen doofen Planeten kolonisiere, den ich keine Lust habe. Also hier, mach mal, ist voll toll, überlebste. Und ich so, okay, ist ein Computer. Maze Runner fand ich auch sehr gut. Maze Runner ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Wobei ich an Maze Runner auch, keine Ahnung, das Grundkonzept war für mich auch nicht mal interessant. So, also ich weiß, dass für viele das Grundkonzept sehr interessant ist. Na, ich persönlich war da halt eher so gegenüber eingestellt. Genau, Geschwindigkeit Terraforming machen wir entweder mal hoch. Na, also ich hatte Hunger Games, die Filme geschaut und dann habe ich halt Maze Runner von gehört und hatte halt wenig Interesse. Und ging auch eher so davon aus, dass es halt so dieses typische, das apokalyptische Zukunft. Kinder sind die einzige Chance, die Welt wieder gerade zu rücken. Dass dieses Genre dann halt doch ein bisschen sehr aktiv war. Muss ich gestehen, war ich vielleicht ein bisschen Hipster, einfach was das anging. So, monatliche Mineralien, große Flotte. Hätte sich einfach gesagt, nee, will ich nicht, ist gerade voll beliebt. Weil die Hungerspiele, also ich habe die auf Deutsch gesehen, Hunger Games, die Filme. Discourse seeding in progress. Waren jetzt nichts Besonderes. Waren aber auch nichts unbedingt Schlimmes. Also kann man sich geben. Was ist, wenn ich jetzt meine Flotte bewege? Wie schlimm geht das auf meine Economy? Es geht! Ich habe gedacht, ich würde jetzt vollkommen verkrüppelt sein von der Economy. Kinder, Unschuld in Person, ja. Na, aber ich habe auch vor kurzem ein Buch gelesen, The Binding, wo das Grundkonzept mir sehr gut gefallen hat von der Welt, in die es geschrieben wurde. Aber dann halt die Story. Ich meine, ich würde das Buch weiterempfehlen. Es ist kein schlechtes Buch, aber es ist halt doch meh gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also es war halt leider nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Aber ich glaube, das passiert einfach. Wie gesagt, kein schlechtes Buch, aber halt auch leider nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. So. Es war halt einfach nur, dass ich was anderes erwartet habe. Nun, das passiert dann einfach mal. Ja, ich habe es gerne gelesen. Ich habe es auch innerhalb von 3 Tagen oder so durchgehabt. Wobei ich persönlich auch nicht unbedingt der schnellste Leser bin. Es war aber sehr angenehm geschrieben. Also es war schön verständlich, alles gut. Ist ja nicht schlecht, ist nur mehr Buch hole ich mir dann doch eventuell ja nicht. Ich glaube auch, meh ist ein bisschen zu hart von mir gemeint. Wie gesagt, also das Buch ist halt wirklich nicht schlecht. Aber so der Hauptcharakter ist ein bisschen... Ja, der Hauptcharakter ist nicht zwingend der beste Punkt des Buches. Kann ich sehen, woraus deine Flotte besteht? Wissenschaftler, Fachwissen, Militärtheorie, nett. Gigakanon. Der hat halt... Also Panzerung ist quasi so ziemlich sein Tod, wenn ich das richtig sehe. Der hat große Dunkelmaterie-Deflektoren. Aber der hat die Neutronium-Panzerung. Ich dachte, der hätte auch Dunkelmaterie-Panzerung. Wachschiff. Schauen wir mal bei den Begleitschiffen. Nee. Das ist unglücklich. Es ist wirklich nicht schlecht, aber gut ist auch nicht.
System Resources analyzed. Ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen zu gemein gegenüber dem Buch, wenn ich mal ganz ehrlich mit mir selber bin. So, wann ist denn der hier endlich fertig mit dem Titan? Ach Gottchen, jetzt erst. Construction complete. Holy moly, das hat ja einfach ewig gedauert. Nice, unsere Armeen sind wieder ready. Ja. Scientific progress attained. So, das ist mal ein bisschen mehr Armeeschaden. Oh, Entfernung von Tiefe Krater konnte ich noch nicht. Okay. Ups. Together we will build a brighter future. Ist jetzt die Frage, kann ich dich theoretisch zu meinem Vasall machen? Ich könnte Ansprüche stellen. Was ist, wenn ich den Krieg erkläre? Was kann ich denn machen? Eroberung, Anspruch, Niedrigung, Vasalisierung. Ich kann halt die leider nicht zum Vasall machen. Würde ich halt gerne. Ein Netzeinkommen abbieten. Dann stelle ich einfach mal Ansprüche auf dein Gebiet, die Falke. Ich so, deine Heimatwelt soll meine sein. Es gibt jedoch einen Erlass, ne? Der Wille zur Macht, genau. Mehr monatlicher Einfluss, das aktiviere ich mal. Meintest du jetzt das Buch mit dem doofen Charakter? Ja. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu hart einfach. Was das angeht. Wie gesagt, es ist kein... Oh, Sion des Krieges... Achso, ja. Es ist kein schlechtes Buch. Halt wirklich nicht. Es ist sogar ein relativ gutes Buch. Also ich kann verstehen, dass Leute sagen, oh, das hat mir aber sehr gut gefallen. Kann ich irgendwie noch mehr Einfluss bekommen? Auf eine andere Art und Weise? Achso, warte, ich kann ihn zum Rivalen erklären, ne? 0,5, nun. Also, du bist voll Kacke. Ich so, euer mangelnder Respekt vor eurer Ältesten gegenüber wird noch euer Verderben sein. Werft euch vor uns nieder und bettelt um unsere Vergebung. Dann könnten wir vielleicht davon absehen, euer kleines, wertloses Reich zu vernichten. Wir lassen uns nicht herumkommandieren. Ich glaube, ich mache da gar nichts Gutes. Nicht die Transportflotte, dich möchte ich mal ein kleines Stück nach hinten schieben. Ob die jetzt wirklich Krieg auf mich, wohin auch immer ich mit dem Satz sollte, mir gegenüber den Krieg erklären möchten. Stellen wir einfach nur mal einen Anspruch, ne? Angebräunte. Oh, ich wurde beleidigt. Von wem? Ah, von Empire of Sim. Oh, den Bonstaff. Überfien. Das heißt, du müsstest im Imdaf folgen. Dann tu das mal. Folge Imdaf. So, der hat jetzt auch schon 50.000 Stärke und sein Titan ist noch nicht bei ihm. Sogar. Der fliegt noch irgendwie durch den Kosmos. Er hat halt ganz gerne zumindest Anspruch auf alle Planeten, wo Leute drauf sind, weil ich ihn damit ärgern kann. Warte einfach nur auf den Einfluss, dass der so ein bisschen hochgeht. Ah, ich habe den Planeten. Super. Danke, Spiel, dass ich diesen Planeten... Ich glaube, ich mache das einfach zu einer Nahrungswelt.
Ja. Terraform Schwarmwelt. Damit es meinen Leuten darauf besser geht. Ja, machen wir das einfach zu einer Nahrungswelt. Ich meine, wir haben halt leider nur eine Planetengröße von 12, aber das dürfte trotzdem sein. Gut funktionieren. Ich kann die Landräumung dann einfach drüber fegen lassen. Wie schaut's hier auf dem Nahrungsplaneten aus? Eigentlich ganz gut soweit, ne? Ich habe noch 16 Jobs offen. Dann lasse ich die einfach mal machen. Hier auf dem Gießereiplaneten habe ich noch 5 Jobs offen. Höchstwahrscheinlich sind das Verhandlungsdepotjobs. So, ich habe da 76 Leute drauf. Ich könnte noch mehr Legierungsgießereien bauen. Ich glaube aber, ich mache noch ein weiteres Wartungsdepot. Und upgrade dann einfach die Legierungsgießereien. Plus, ich meine, ich kann hier auch Schwarmdistrikte noch drauf bauen. So ist ja nicht. So. Da habe ich keine offenen Jobs mehr. Dann machen wir das mal so. Achso, hier der Planet hat halt jetzt die... den tiefen Krater. Och nö. So, der hat gesagt, ich brauche hier 5 Leute drauf. Ne? Dann sind sie glücklich. Wegen meiner. Die Nahrungswelt ist auch noch okay. Ich bräuchte noch ein Schwarm, eine Schwarmbaute. Dich kann ich dann einmal abreißen. So. Oh. Vielleicht kann ich das auch nicht. Das war keine gute Idee. Jetzt habe ich hier Menschen ohne ein Dach über dem Kopf. Ups. War ich nicht. Ich warte darauf, dass er eigentlich mir den Krieg erklärt. Aber irgendwie will er nicht. Weiß Gott, warum? Seitdem ich nicht mehr so oft auf meinem Balkon gehe, lüfte ich gefühlt öfter. Oh! Ich so, oh, er erklärt mir gar nicht den Krieg. Schändliches Unkraut, du solltest deinen Flotten besser in Bereitschaft versetzen, denn es bedeutet Krieg. Unsere Fleischernter werden sich deine Setzlinge holen. Okay. Ich habe quasi immer mein Fenster offen, also so lüfte ich quasi Fenster auf und dann ist gut. Bewegung zum Siedlersystem. Bewegung zum Adrenalsystem. Okay. So, die Flotte verstärke ich nochmal eben schnell. Das ist jetzt übrigens der erste Feind, den ich habe, der mir so ein bisschen was kann. Ihr beiden geht mal da runter und du gehst da hoch. Ich bin mehr der Freund von Stoßlüften. Ja, ich glaube jedem das seine, ne? Nach Sidor möchte der. Entschuldigung, suche Sidor. Das ist in meinen Grenzen, weiß ich. Ah! Oh. Ist nicht gut. Die Sidor-Station hat nämlich wenig natürliche Verteidigung. Nee, die hat quasi gar keine natürliche Verteidigung. Nun denn. Aber eigentlich müsste er seine Truppen zurückziehen. Weil ich in seinem Gebiet bin. Adranel. Also jetzt wirklich eigentlich. Eigentlich müsste die KI da so reagieren und sagen, ah, Truppen in meinem System, ich muss mich drum kümmern. Aber anscheinend will er das nicht.
Ich respektiere die Entscheidung. So ist nicht. Und er schickt halt auch 140.000 darunter. Das ist halt nicht unbedingt Gutes für mich. Nun denn, schauen wir mal. Ich meine, sobald ich seine Planeten unter Kontrolle habe, dürfte er halt eigentlich nicht viel mehr zu sagen haben. Oryb, der hat viele Armeen. Kann ich euch beide ins Silo-System schnell holen? Schnell ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv. So, zack. Achso, der möchte sogar zu einem anderen System, zum Toral-System. Das muss ich mir auch nochmal suchen. Toral. Ah, okay, das ist quasi das System nebenan dazu. Okay. Schauen wir mal. Es wird halt ein bisschen länger dauern, bis ich den ganzen Schmuh in Grund und Boden gebombt habe. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich bin halt wirklich überrascht. Guck mal, du bist jetzt sogar gleich in Silo-System davor. Das Ungute ist... Bewegung zum... Achso, der fliegt anders ins Toral-System. Okay. Ist jetzt die Frage, wie läuft das jetzt hier in diesem System, in Sido? Lass mich bitte in Sido rein. Station under assault. Enemy fleet eradicated. Okay, da hat er die Station geflippt. Ist jetzt die Frage, ob ich das gewinne oder er? Scientific progress attained. Es ist knapp sogar. Wenn ich das so beachten darf. Aber ich habe das gewonnen. Wunderbar. Na gut, ich höre mich dann wieder aufs Ohr. Gute Nacht. Okay, danke fürs Reinschauen, Melly. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. So. Energiecredits. Armeeschaden. Du versuchst, den hier abzufangen. So, die beiden Systeme dann die Trümmer untersuchen. Wie schaut es da aus? Ah, okay, der ist doch nach Sido geflogen. Das ist natürlich jetzt sehr unglücklich hierfür. Ja, wenn ich könnte, würde ich den zurückziehen, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Ja. Okay. Aber du bist gleich auch ein Sidor. Das bedeutet, du kriegst den abgefangen. Hoffentlich. Das ist jetzt so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Construction finalized. So, wie schaut's hier aus? 800. Er hat aber wirklich viel Verteidigung, du, ne? Weil die haben eigentlich relativ nur viel Leben. Also viel Stärke. Mit 95 pro Einheit. Gar nicht mehr so schlimm dann. Jetzt kann ich hier dann. Dunkelmaterie-Reaktor und der Deflektor. Wohin möchte er? Nein, was? Ich. So, genau. Wohin möchtest du? Achso, du siehst den nicht mehr. Das ist unglücklich. Dann versuch mal, die zu jagen. Beziehungsweise, ja, geh nach Beta.
und sei dort eine Wand. So, wie schaut es auf dem Planeten hier aus? Gut, also dadurch, dass ich sehe... Ah, nice, du bist jetzt in Terminal Egress gelandet. Surplus analyzed. Du hast aber auch ordentlich Schaden bekommen. So ist nicht. Ich habe jetzt auch leider... ich habe ein bisschen Energie wieder mal. Dass ich hier auf den Markt gehen kann und mir ein bisschen was kaufen kann. So, ich bin halt sehr froh, dass der Titan nicht abgeknallt wurde. Titan wäre halt großes Problem gewesen. Wohin möchtest du? Keine Befehle. Ist aber auch eine kleine Flotte jetzt. Nur noch. So, das sind 500. Das ist nicht gut. Schabernack. Kriege ich euch irgendwie raus? 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich habe sie jemanden rausbekommen. Das ist schon mal was. Nicht gut, dass sie überhaupt in dieser Position waren. So, okay. Wollte mich... Jag sie. Ja, die Jagd auf Roten Oktober. Das ist 15.000. Okay, also der hat wirklich gleich keine... Oder hat so ziemlich gar keine Flotten mehr. Wunderbar. Okay, jetzt kann ich hier euch beide... ich kann euch nur einzeln. Wobei, ich kann... Station under assault. Armeen landen. So, der muss mehr als genug sein. Commencing Workforce Liberation. So, zack, zack, zack. Zack. Planetary Workforce. Wunderbar. Liberated. Dann geht ihr jetzt dahin. Das ist doch jetzt Müll. So, du flieg bitte nach Sidor. Der hat mir jetzt einfach... Evandaria Republic, ich krieg zu viel mit euch. Die haben jetzt einfach den Weg abgeschnitten. So, wie viele Planeten hast du hier? Mehrere. So, dann geht ihr beide dort rein. Wie schaut's hier aus? Okay, da kann ich die 3,4k runterschicken. So, ich meine, dadurch, dass der hat halt wieder 50k Schaden und die Flotte vom Gegner ist halt nahezu komplett kaputt. Wem folgst du? Jorven? Ist er unter Jorven? Nein. So, zack, zack. Holst du die Beta zurück, gehst du da hoch und dann gehen wir auf Hemtaris. Ansprüche stellen. Ich habe jetzt höchstwahrscheinlich genug. Nicht? Achso, weil ich im Krieg bin. Moin Fetzen, was geht ab bei dir? Okay, das war zu erwarten. Dass der. Okay, das sind 20k, die da reingeflogen sind. Kannst du. Hallo? Mann, Asek? Ihr mich halt hart ignoriert. So, wie schaut's hier aus? Genau, ihr seid jetzt am Chor dran, ne? Armee.
an Bein 7000. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So. Zack. Kümmere dich darum. Geht mir jetzt so echt auf den Sack, ne? Na, was mache ich wohl? Ah, ich gehe mal davon aus, du spielst gerade Dota Auto Chess mit Zoddel zusammen. Oder nee, Entschuldigung, du spielst es mit Nulli zusammen.